Ja, komm. Hat, wie gesagt, nicht wundern, wenn jetzt mal. Nee, mich interessiert mal, was das hier ist. Gehe ich nachher vielleicht mal hin, kurz. Hatte ich einen LKW-Händler? Okay, alles klar. Nee, also mal nicht wundern, wenn dann einfach mal eine Folge ohne Kommentar, sondern mit Musik im Hintergrund, dann denkt ihr euch jetzt einfach, das war ich jetzt einfach zu noobig und habe meine Stimme nicht mit aufgenommen. Ja. Könnt ihr dann sogar unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Jobbörse oder Jobhändler. Wo? Wo? Reicht das? Ah ja, klar, es reicht. So, jetzt meine super Einparkkünste. Los. T. Gut, haben wir es geschafft. Sind wir jetzt Level aufgestiegen? Nein, noch nicht. Also ich glaube, machen wir gleich die nächste Fracht. So, machen wir mal eine, wo wir noch nicht waren. Straßburg-Glück, oh, das ist zu weit. Straßburg-Bern. Oder was war das? Das war Straßburg-Steinbruch. Fahrzeit. Oh, 4 Stunden. Das ist lang. Ah, komm, das machen wir jetzt. Bringt am meisten Geld. So, sind wir im Steinbruch. Jetzt haben wir den geladen. Was ist das? Keine Ahnung. So. Jetzt habe ich das Licht eingeschaltet. Habt ihr es gesehen? Ich hoffe, es haben alle gesehen. Wo muss ich denn hin? Ich glaube da hoch, oder? Weiß gar nicht. Muss ich hier hoch? Oh, hallo? Das Navi sagt mir auch echt gar nichts. Ah. Mit 10 km/h. Jetzt geht's da weiter. Ich kann mir auch so nach hinten gucken, okay. Wusste ich hier noch nicht.
Jetzt weiß ich's. Obwohl ich 41 FPS habe, kommt mir das eigentlich recht flüssig vor. Obwohl ja 41 FPS auch flüssig ist, aber ich finde selbst jetzt, also bei Minecraft merke ich, wenn ich mit 45 FPS aufnehme, dass es laggt. Das merke ich einfach, weil keine Ahnung, ich bin so, wow, ich bin so, was weiß ich, 300 FPS gewohnt bei Minecraft, ohne Aufnahme, mit Shader, also, ja. Deshalb fühlt es für mich irgendwie, deshalb fühlen sich für mich 45 FPS bei Minecraft irgendwie so nicht flüssig an. Ich denke auch Minecraft, oder bei Minecraft, merkt man auch einfach, selbst wenn, was wie viel nimmt das Auge, glaube ich, auf? Und ich glaube, YouTube konvertiert die Videos ja, glaube ich, auf die 28, irgendwas Frames, also Bilder pro Sekunde, was das menschliche Auge ja maximal sehen kann, dass es mit flüssig ist. Aber das sind ja 28 Ungrad, glaube ich. Und ja, ich merke einfach bei Minecraft, selbst bei 45, was ja eigentlich über dem Flüssigen ist, da merke ich einfach, das leckt wie Scheiße, oder ja, es leckt einfach so derbe. Das muss eigentlich kaum spielen kann. Okay, what the fuck, die Bremsen sind echt ein bisschen zu stark immer noch. So, fahr los. Ey, läuft jetzt meine Scheibe da an, das geht ja mal gar nicht. Was fahren wir denn? Ein MAN, das freut mich. Wo fahren wir denn jetzt eigentlich hin? Okay, was ist denn das? Weiß ich nicht. Da ist ein lauter, das sind lauter solche Zeichen. Mal gucken, was es ist. Werden wir ja bald erfahren. Hinter mir ist einer. Boah, ich sollte nach vorne gucken. Dann machen wir mal Fernlicht aus. Weil jetzt kann man es wieder reinmachen. Dann haben wir den Tempomat bei 100 wieder rein. Also denke ich mal, dass wir so viel fahren dürfen. Oder? Wie viel darf denn ein LKW fahren? Oder darf der nur 80 fahren? 90? Ah, ich glaube, manche sind ja geregelt auf 90. Aber ich habe jetzt hier die Drosselung mal rausgenommen. So. Wo habe ich es jetzt gesetzt? Genau bei 100. Ja. Mama. Hat Emma End das gar nicht? Dieser kacke Emma End hat gar kein Tempomat. Ich muss rechts. Oh Gott! Scheiße. Und die Fracht was abbekommen? Nein, 1%! Jetzt sind die Bremsen echt wieder zu wenig. So vielleicht. Irgendwann kriegt man es hin. Ich schwör's euch. Also hinten steht ein Auto. Jetzt habt ihr nicht mitbekommen, was hier passiert ist, gell? Schön, pst.
Nein, Link! Okay, alles klar. Alles wieder gut. Alter, wo sind wir denn hier? Ach nee, wir sind in der Schweiz. Ich wollte gerade schon sagen, die Franzosen, die bauen ja auch nur so einen Kack. Ah, ich hab doch noch. Die da habe ich doch auch noch. Die nicht geht. Warum nicht? Warte. Ich bin mir vor allem, warum du nicht... Ach doch, jetzt wieder schneller. Oh Gott, fahr schneller. Okay, ist jetzt echt scheiße. Dass MAN kein Tempomat hat. Doch, ich habe ein Tempomat, ich habe ihn gesehen. Dann hau ich den gleich mal bei, was weiß ich, 95 oder so rein. Was ist das? Ah, okay. 90, okay. Wir fahren nicht 90. Wow. Alles cool. Ey Leute, ihr wollt mich doch verarschen. Feine. Mein Gott, wenn da steht 90, dann fährt man 90 und keine 70. Welcher Autofahrer fährt bitte 70? Fährt bitte 70. Ohne Scheiß. Okay, wann kommt denn dieses Zeichen? Ah, das kommt jetzt gleich, okay. Und dann bei der Abfahrt nochmal. Alles klar. So, jetzt sind wir bei 93, 94, 95. Jetzt haben wir den Tempomat rein. Mal schön eine Blinkung. Das ist eine Zollstation. Mama! Oh sch. Jetzt weiß ich, was das ist. Was? Anfang einer Mautstrecke, bitte Ticket aufbewahren. Nein, ich möchte aber nicht. Alter. Was soll jetzt der Kack hier, aber ernsthaft? Wie oft gibt's denn das jetzt noch? Da drin nochmal. Ah ne, dann nur noch da. Ey Leute, ernsthaft. Eine Zollstation. Ach, das ist Frankreich. Ah, okay, dann ist verständlich. Ich dachte gerade, ich werde da schon wieder fast reingebrettert. Weil ich nicht wusste, was es ist. Vor allem waren noch gar keine Schilder, die da irgendwas gesagt haben. Was jetzt eine Mautstation ist. Mei, oh mei. Kann man wenigstens mal ein paar Kilometer vorhin schreiben, mehr Zollstation in blablabla Kilometer. Aber nein. Mann. Franzosen kriegen nichts geschissen. Genauso wie die Auffahrt.